Servus, liebe Freunde, willkommen auf dem Kanal Anaquana TV. Lange ist es her, lange Videos oder irgendetwas zu mir. Ja, liebe Freunde, Schmerzen, meine Krankheit, langes Thema. Vitamine sind da, dank unserem lieben Spender Rebo. Und ja, langsam wirkt's und deswegen geht's mir auch ein bisschen besser. Aber dieses Video dreht sich heute nicht um mich, sondern es dreht sich um eine Idee in meinem Kopf. Und ihr wisst ja alle, ihr habt ja schon mitbekommen, überall ist KI. KI ist überall und produziert per Text Musik, produziert per Text Filmszenen, produziert eben großartige Dinge. Ich habe mir dann die ganze KI-Industrie mal angeschaut, aber mir ist eins aufgefallen und das gibt es noch nicht. Wie funktioniert denn überhaupt KI? Bevor ich das verrate, was ich in meinem Kopf trage. Naja, KI bedient sich von Dingen, die existieren und lernt und erstellt dann durch das Gelernte Variationen, je nachdem Bilder, Musik und so weiter und so weiter. Okay, ich bin einen Schritt ein bisschen weiter in meinem Kopf und sage, und das wird dann auch revolutionär, wo man auf jeden Fall investieren sollte, wenn es dann davon einen Kryptocoin oder eine Aktie gibt. Und zwar müsste es ein Unternehmen geben. Ein Unternehmen, das ebenfalls KI-Systeme lernt, und zwar folgendes. Spiele. Und zwar Spiele-Engines. Das bedeutet, die KI müsste lernen, wie eine Spielwelt aufgebaut ist, welche Erfüllungen, also damit sie funktioniert, das heißt, sie baut auch perfekte Umgebungen, nicht wie der Mensch, denn der ist fehlerhaft, durch Beschreibungen des Textes. In dem Sinne müsste die KI aber erstmal alle Spiele auf dieser Welt lernen, in ihrer Variation, was es alles gibt und naja, durch ausgeklügelte Textschreibung könnte man die KI dazu bringen, dann für dich ein komplettes Spiel zu bauen. Du willst Elemente haben, wie zum Beispiel ein MMO auf Basis von Vindictus, gemischt mit Warhammer und Loot-System von einem geilen Loot-System wie zum Beispiel Diablo 3 damals. Das bedeutet, man hat Unmengen an Variablen, an Waffenausrüstungen, man hat eben eine Vielfalt, man hat Raids, man hat Worldbosse, man hat einfach eine fantastische Welt und man könnte diese KI dazu bringen, eben auch Geheimnisse einzubauen, Dinge, die der Mensch so wirklich nicht weiß. Das bedeutet, wenn es eine Community dann gäbe, die ihre Ideen mit einfließen lassen, könnte irgendwann nicht mehr die Gaming-Industrie Games bauen, sondern eben die Community selbst, denn sie weiß, was sie wollen, was sie spielen wollen. Viele wissen das. Nur erfüllen die Spielehersteller nicht immer die Wünsche. Und ein KI-System, das wie ChatGPT oder was auch immer, so aufgebaut ist, dass du der KI alles, was du sehen willst in dem Spiel, alles eine künstliche, eine wunderbare Welt, die selbst die KI sogar erschaffen kann, indem du einfach sagst, erschaffe mir eine fiktive Map, ja, mit bestimmten Spieleigenschaften. Und Leute, das wäre der nächste Schritt in der Generation der Spielindustrie. Und da es das noch nirgends gibt, wie ich das gerade erwähne, dachte ich muss darüber ein Video machen. Und einfach mal in den Raum werfen, was ihr davon haltet. Und ich finde, KI-Systeme sollten sinnvoll genutzt werden, wie zum Beispiel auch Heilkräuterkunst. Also wisst ihr, sie können es schaffen, dass Musik von einer KI perfektioniert wird. Wir könnten diese KIs auch eben mit Daten speisen von untersuchten wissenschaftlichen Heilkräutern. Und diese KI, wenn sie sie lernt und ihre Eigenschaften versteht von den Pflanzen, da gibt es so viele Möglichkeiten,
wie uns das nützlich sein kann. Und ich glaube auch in der Zukunft, wenn wir schon bei der Zukunft sind, wir Menschen werden wahrscheinlich niemals zum Mars fliegen und geschweige eine Base errichten. Im Gegensatz zu KI-gesteuerten Arbeitsrobotern, weil sie brauchen keinen Sauerstoff. Und man könnte da also in meinem Kopf sehr weit denken. Überlegt mal, wir schicken ein Raumschiff los mit Robotern, die meinetwegen auch über einen Neuralink Elon Musk, also der Roboter wird mit dem Menschen verbunden, sodass du durch die Augen des Roboters, vielleicht durch eine Brille, virtuelle Brille, den Roboter steuerst und von der Erde aus eben arbeitest und den Mars aufbaust. Das wäre so in meinem Kopf der nächste Schritt für die Zukunft, wie der Mensch sich auf den Mars retten könnte. Das nächste wäre aber auch, in meinem Kopf ist der Sinn, dass der Mensch sich irgendwann retten muss von diesem Planeten, spätestens falls der Mensch es überlebt bis zur Sonne, wenn sie ihr Ende erreicht hat, sollten wir schon in der Lage sein, ein Megaprojekt auf die Beine zu stellen, wie eine Raumstation, die eben ein Generationsschiff sein müsste und basierend auf der modernsten KI-Technologie mit all dem Wissen, was wir damals dann auf der Erde hatten. Das bedeutet, in dieser KI ist das ganze Leben gespeichert und bis dahin müsste natürlich auch ein Datenträger erfunden sein, der eben Daten sehr lange überdauern kann, sodass Generationen immer von diesem Wissen schöpfen können, bis sie auf einen Planeten stoßen, die Sonne analysieren und so weiter. Aber das ist so weit in der Zukunft, ob der Mensch unter den jetzigen Bedingungen auf dieser Welt überhaupt in der Lage ist, sowas umzusetzen, das bezweifle ich ganz stark. Ich bezweifle sogar, dass der Mensch in den nächsten 400-500 Jahren noch existieren wird, weil seine Dummheit ihn einfach auslöscht. Viele haben auch erwartet, jetzt abwärts von der KI, das war das Thema dazu, dass ich ein paar Worte sage zu der Messerattacke in Mannheim. Ihr müsst wissen, ich bin sogar vor 10 Minuten, 5 Minuten vor der Tat bin ich da lang gelaufen, hab das schon gesehen, dass da Menschen auf dem Boden lagen, aber bin weitergelaufen, weil ich eben kein Spanner bin und sowieso alle Nachrichten aus den Medien bekommen würde. Das Problem brauchen wir nicht beim Namen zu nennen. Der politische Teil einer bestimmten Bewegung, eines Glaubens ist gefährlich, da bin ich fest überzeugt, dafür kenne ich zu viel in den Schriften. Und das ist das Problem der Deutschen. Ich glaube, die Deutschen sollten sich mehr mit den Gefahren auseinandersetzen und den Regeln, damit sie verstehen, warum diese Menschen hier durchdrehen. Und wir dagegen was tun müssen. Ich hätte jetzt Videos, die ich hier einblenden könnte, die aber definitiv zensiert werden. Und zwar Bekundungen für den Täter von Muslimen. Und nicht wenige. Ich habe insgesamt über 138 Videos gesammelt, die aufgezeichnet wurden von Menschen bei verschiedensten Plattformen, wo eben auch Hacker diese Menschen zufälligerweise bei diesen Aussagen erwischt haben. Ich habe das alles gespeichert. Ich bin am Überlegen, ob ich das der Polizei weiterleite, denn das ist schon eine Ankündigung, was in diesen Videos gesagt wird. So, ich werde mich politisch eigentlich nicht mehr hier auf diesem Kanal äußern, denn seit Corona ist der Kanal im Prinzip gestorben. Deswegen lade ich nichts mehr hoch, ich verdiene kein Geld bei YouTube, ich bin entmonetarisiert, ich kriege keine Partnerschaft. Aufgrund verschiedenster komischer Richtlinien, die auf einmal entstanden sind, wie zum Beispiel 10 Millionen Aufrufe auf Short-Videos. Ein kleiner Kanal, wie soll ich bitte hier 10 Millionen Shorts erreichen? So ein Schwachsinn. Ja, also da wurdest du selektiert. Warum? Weil ich eben alles, und das wissen die meisten, die meinen Kanal kennen, alles, was ich prophezeit hatte, was das Thema Covid anging, Fakten. Alles, was passiert ist, habe ich vor prophezeit. Ich habe auch prophezeit, dass mit Cistus in Canus, heute wissen wir wissenschaftlich, dass es eben hilft. Ich bin noch viel weiter gekommen, was solche Themen angeht.
Und ja, die Lüge ist aufgeflogen und die ganzen Impfungsthemas und so weiter und so fort. Ja, das hat aber den Kanal gekostet. Wenn du die Wahrheit sagst, wirst du mundtot gemacht und das passiert auch heute. Von wegen Meinungsfreiheit, Meinung wird in dem Sinne, ich werde jetzt ein kurzes politisches Statement machen, nur so als Info, als Abschluss, aber ihr werdet sonst nichts mehr hier finden. Die Meinung wird gemacht von denen, die die Meinung prüfen. Das bedeutet, in der Bundesregierung gibt es einen Auftrag, der wird rausgegeben an Faktenchecker, an Plattformen, die mit dem Digital Act Service das Gesetz, das die Meinungsfreiheit löscht. Das bedeutet, ihr habt Wahrheiten und Fakten und diese Fakten und Wahrheiten übereinstimmen nicht mit der Mainstream-politischen Meinung in unserem Land, dann wird dieser Beitrag gelöscht. Ganz stark sehen wir das bei TikTok, denn TikTok muss, sonst werden sie in der EU verboten, alles, was Beweisführung ist gegen die politische des Westens, sage ich jetzt mal, wird gelöscht. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Ich habe auf TikTok, und da habe ich meinen großen TikTok-Kanal verloren, mit über 18.000 Follower, die Wahrheit über die Ukraine und warum die Russen rein sind. Das habe ich belegt mit ARD, ZDF, Berichten von 2014 bis 2019 über die massiven Abschlachtungen im Donbass von der Ukraine, von rechten Bataillonen. Ich habe alles bewiesen mit öffentlich-rechtlichen, ohne irgendwelche Schwurbelseiten, sondern mit echten Fakten und alten Videos, die seit Artikel 13 Urheberrechtsgesetz überall verschwunden sind. Wenn wir verstehen, wie sie die Meinung uns abschnüren, muss man das Ganze, den ganzen Rattenschwanz verstehen. Artikel 13 angeblich, um die Urheber zu schützen. Gleichzeitig hat das Urheberrechtsgesetz dazu gesorgt, dass Plattformen verpflichtet sind, Urheberrechtsverstöße zu entfernen. Auch Wahrheiten, die damals ARD und ZDF und andere Kanäle gezeigt haben. Denn sie sind der Urheberrechtsanspruch und sie fordern die Plattform darauf, dahin auf, diese Dinge zu entfernen. Und so verschwand die Wahrheit über die Ukraine, über den Donbass, über den Maidanplatz 2014, der große Aufstand, das Beschießen von dem Donbass, warum die Krim gekapert wurde, nicht weil Putin einfach Bock drauf hatte, und das sage ich jetzt hier ganz einfach, egal ob dieses Video gesperrt wird. Putin hatte damals in der Krim ein Atom-U-Boot liegen. Und das berichten die Nachrichten von ZDF damals. Und da war Krieg zwischen den rechten Bataillonen und den prorussischen Bürgern vom Donbass. Denn dort leben mehr russisch anteilig sprechende Menschen als ukrainische. Und deswegen ist der Donbass heute so ein umkämpftes Territorium. Die rechten Bataillone hätten beinahe aber sie überrollt und wären dann vorgestoßen zur Krim und hätten dann Atomwaffen gehabt, wenn sie das U-Boot in die Hände bekommen hätten. Was hat dann Putin gemacht? Die Krim eingenommen, um das Atom-U-Boot erstens zu schützen und um die Pro-Russischen dort zu unterstützen, weil dort ein Massaker stattgefunden hat. Diese Nachrichten wurden von YouTube überall entfernt. Und dieser ganze Rattenschwanz ist einmal Urheberrechtsgesetz, Artikel 13. Jetzt mit dem Digital Act Service wird das Ganze überprüft. Überprüft, stimmt es mit der Mainstream-Meinung überein? Wenn nicht, zeigt es zu viel Wahrheit, wird es gelöscht. Und sie gehen noch weiter. Der Digital Act Service verpflichtet alle Plattformen, Dinge zu löschen, wenn sie beantragen. Das nächste ist, warum? Weil sie sonst Strafe zahlen müssen oder abgeschaltet werden. Das ist der Rattenschwanz des einen. Die Zukunft planen sie,
und jetzt wird's ganz krass, liebe Freunde, einen Security-Chatbot oder einen Security-Bot-Software, die international gerade dran gearbeitet wird. Und da gibt es so ein paar Foren, die Leaker haben, wo darüber sprechen, dass was geplant ist. Und das ist kein Scherz, das sehen wir auch schon in bestimmten KI-Programmen, wo dann steht, sie, das geht nicht, du verstößt gegen die Richtlinie. In der Zukunft werden sie alle Plattformen mit einem neuen Gesetz verpflichten, diesen Chatbot, Security-Bot, der über KI läuft, integrieren in jede Plattform. WhatsApp, Facebook, egal, alles was geschrieben werden kann. Dieser prüft bei der Eingabe deine geschriebenen Worte und vergleicht sie mit der Richtlinie, die von denen da oben bestimmt werden. Ich nenne sie jetzt einfach mal die da oben, damit sind Politiker, USA, Elite, was auch immer gemeint. Diese KI prüft also, was der Text ist, und würde der gegen die Richtlinien verstoßen, so wird er nicht abgeschickt und blockiert. Das ist die nächste Stufe der Meinungsfreiheit-Blockade und sie wird kommen. Sie ist schon in vielen KI-Programmen geschrieben. Wenn du bestimmte Bilder malen möchtest mit einem, was weiß ich, grässlichen Mord zum Beispiel. Nehmen wir nur einen Mord. Ein Bild, wo ein Mord begangen wird, das wird nicht gemalt. Das wird blockiert durch die Richtlinie. Oder eine sexuelle Szene, eine erotische Szene. Du kommst nach Hause, deine Frau ist geil auf dich, du drückst die Wand, deine Frau an die Wand. Dieser Satz ist schon ein Verstoß gegen die Richtlinien. Er spiegelt für die KI eine Gewalttat und ist damit als zu blocken vermerkt und wird dann nicht ausgeführt. Und der nächste Schritt ist eben dieser Security-Chatbot, der verhindert und überprüft, was ihr schreibt. Und das ist so the next level, was wir hier sehen. Deutschland, das ist mein letztes Statement jetzt, befindet sich komplett im Abwärtstrend, wirtschaftlich, politisch sowieso, sicherheitsmäßig absolut. Wir haben in unserem Land, und da bin ich ganz offen dazu, Menschen, die nicht hier reinpassen, Menschen, die sich nicht anpassen, null integrieren, und wir, der Westen, der Feind sind. Und sie eine Ideologie mitbringen, mit der sie getrimmt sind gegen die Ungläubigen oder gegen Andersgläubige oder gegen den Westen zu kämpfen. Und diese Ideologie, die haben wir nun hier. Meine Vermutung, und das ist meine letzte Vermutung und Theorie, die Länder zu der Zeit, als Syrien Flüchtlinge und andere Flüchtlinge aus verschiedensten Ländern nach Deutschland kamen, bin ich davon überzeugt, dass Kriminelle, die im Knast saßen, hierher geschickt wurden. Das ist meine große Annahme. Es waren nicht wirklich viele Menschen, die hergeflüchtet sind, sondern ausschließlich Männer. Wenig Frauen. Und man kommt mit der Ausrede, dass nur Männer diesen großen Seereise überleben würden. Ein Mann, der seine Frau liebt, würde seine Frau und seine Kinder niemals unter keinem Umstand alleine lassen. Ganz wenige in der älteren Generation, aber niemals in der heutigen Generation, die zu uns gekommen ist. Ich kann sagen, dass meine Vermutung, dass diese Leute aus dem Knast kommen, gestützt wird mit der Annahme, dass sie 7000 Kilometer reisen, obwohl außenrum sichere Länder sind. Ja, um sie herum waren sichere Länder. Sie hätten in Italien bleiben können, sie hätten nach Saudi-Arabien können. Alles kürzere Wege, doch diese Wege wurden nicht genommen. Nein, gezielt wurde der europäische Raum gewählt. Und das kann nur durch ein Versprechen in die Köpfe der Menschen gepflanzt worden sein, um diesen großen Marsch zu nehmen. Warum spreche ich so? Weil ich einen Flüchtling habe, der mit Beweisen demnächst hier vor der Kamera stehen wird. Also ich weiß nicht, ob ich es auf YouTube machen werde oder auf TikTok. Ich weiß noch nicht wo, weil eben die Gefahr ist, dass das gebannt wird, ja, und weil es Beweisführung ist. Und zwar wurde er angeheuert. Er kam aus Syrien, ist ein Flüchtling und hat Beweisdokumente und Unterschriften von der Bundesregierung Deutschland und von seinem Land, dass wenn er jetzt aus dem Knast entlassen wird, dass die Bedingung ist, dass er da flüchten muss. Und die Aufnahmebestätigung Deutschlands mit einem Versprechen eines deutschen Passes nach 3 Jahren. Das steht alles in den Dokumenten auf seiner Sprache. Wir können das auch gerne übersetzen dann. Und dieses Video wird Wellen schlagen, glaubt mir das.
weil langsam habe ich auch die Schnauze voll. Und wenn ihr die Schnauze voll habt, dann wählt richtig. Wählt nicht CDU, SPD, FDP, Grüne. Wählt sie nicht. Sie bringen das Land in den Abgrund. Wenn ihr die AfD nicht mögt, dann wählt eine andere Partei. Es ist mir Wurst. Hauptsache nicht die anderen. Und das geht auch an die ältere Generation. Wir sind nicht mehr diese Generation. Wir müssen eine härtere Generation sein, die mit den festen Gesetzen Menschen abschiebt, die hier gewalttätig werden, kriminell werden und dieses Deutschland gefährlicher machen. Denn die vorigen Menschen, die damals hierher kamen, in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, von denen hast du diese Art von Gewalt und die ideologische Verteidigung ihres Glaubens mit Gewalt niemals gesehen. Denn das Thema war nicht von Thema. Das ist ja das. Das Thema war nicht das Thema zu dieser Zeit. Aber heute ist es das Thema. Wir sehen die ganze Zeit in den Nachrichten Messerattacken, dies Attacke, das Attacke. Man sieht Prediger, Hassprediger. Man sieht ihre Ideologie in ihren Augen. Man sieht von vielen Menschen ihr Herrenmenschendenken über uns Deutsche. Und das ist keine Fehlwahrnehmung, sondern dazu muss man auch in den bestimmten Gebieten wohnen. Da viele von euch da draußen vielleicht nicht in einer dicht besiedelsten, überhäuften ausländischen Bezirken wohnt, wie Berlin-Kreuzberg, Berlin-Neukölln, Essen oder sonst irgendwo, wo eben ihr spüren würdet, dass Deutschland ein Problem hat, dann redet bitte nicht, weil ihr es nicht erlebt. Ich erlebe es. Ich laufe durch Mannheim, durch bestimmte Gebiete und man sieht in den Augen, dass du Deutscher nichts zu sagen hast. Wir sind hier, wir besitzen deine Immobilien, wir haben alles aufgekauft und wir lassen auch nur noch einen Deutschen dort wohnen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, Little Istanbul. Es gibt diesen Hass und das könnte man eigentlich als Ausländer-Nazi bezeichnen. Weil es gibt eben nicht nur Rechtsextremismus oder Nazi oder wie man das, dieses, keine Ahnung, über Ausländer schlecht reden und so einen Scheiß. Nein, den gibt es umgekehrt sogar noch viel mehr. Allein schon, dass die gar keinen Respekt vor einem haben, vor älteren Menschen. Wie oft sehe ich das hier in der Stadt? Wie oft sehe ich das in bestimmten Gebieten, wenn eine Oma sich an einem deutschen MVV anstellt und dann kommen irgendwelche, muss ich leider sagen, Batschacke und drängeln sich da einfach vor. Die alte Oma steht da schon seit einer Stunde, wartet, damit sie reinkommt und dann kommen irgendwelche Batschacken und drängeln sich einfach vor. Bis ich das Maul aufmache, weil ich bin jemand, der macht dann das Maul auf. Und schreit dann, hey, hallo, was ist denn da los? Die Frau wartet schon die ganze Zeit. Erst mal ausstelle, danach komme ich. Wisst ihr, so dieses Verteidigen einer älteren Person. Ich glaube, das gehört auch dazu, oder? Deutschland hat ein Problem. Wir haben viele Probleme. Aber am meisten haben wir ein Problem mit Menschen, die hier nichts zu suchen haben. Die wieder in ihre Länder gehören und in den Knast, da wo sie reingehören. Mit ihrer ideologischen Einstellung. In dem Sinne bin ich raus. Schreibt mir, was ihr zu den KI-Sachen denkt und ich bin raus. Ciao. Anna Quanner.